So, Teil 3, der Spaziergang. Geht in wenigen Minuten und ist sofort los. Die Versammlung Puls auf Europa ist auch beendet. Die gehen jetzt alle nach Hause. Helfen des Geldes, um dem Rest der Menschen zu helfen. Selber denken ist unerlässlich, um die Macht der Elite zu brechen. Hier sind die, auf die wir immer gewartet haben, die an rabenschwarzen Tagen ein Licht in die Straßen tragen, die noch zu fragen wagen, warum Rentner auch vergeblich vor Tafeln warten. Warum täglich diese harten Straftaten von Tätern, die keine Namen haben? Und so viele der Attentate, warum die, die das Sagen haben, wollen, dass wir selber im Garten scharren, um unser eigenes Grab zu graben? Klägliches Staatsversagen. Nur käufliche Omas, bräunliche Opas, das Kreuz für Europa. Nur sowas wie Zeug Jehovas. Das ist der Puls auf Europa. Heute schöner Götter von Götter und Elysium. Hallo Kevin. Hallo. Keine Ahnung. Ich frage mich auch schon den ganzen Tag. Ja. Ja. Schöne Hause. Oh, go home. Das ist, wenn du einmal was für Kinder da ist, dann hast du schon 90% der Menschen. Ja, ja, ich kenne den Begriff nicht. Das Problem ist ja, die meisten Politiker, dann ist ja im Bundestag und auch im Europäischen Parlament, machen ja selber nicht mehr alles, was funktioniert. Nicht nur Merkel muss weg, nein, die gesamte Regierung muss weg. Denn wenn Merkel weg ist, dann wird sie nur durch eine andere Marionette ersetzt. Das ist das ganz große Problem an der Sache. Sie finden immer wieder irgendjemand, der sich käuflich dahinsetzt. Pro-Europa, Contra-EU-Diktatur. Ich drücke ja schon. Ja. So, was wollte ich denn jetzt nochmal sagen? Ihr habt mich völlig auf ein Konzept gebracht. Au, au! Genau, das geht immer. Au! Ja, also wir waren hier heute als Gegendemonstration für den Puls auf die Höhe. Ich werde auch noch ein Lied so schreiben für diesen Puls da, ohne Puls, mit Herzschrittmacher. Weil das sind ja zum größten Teil nur käufliche Omas und gräuliche Opas. Sowas wie das Kreuz für Europa, quasi Zeugen Jehovas. Helden in gelben Westen, um dem Rest der Menschen zu helfen. Selber denken ist unerlässlich, um die Macht der Elite zu brechen. Damit sind wir hier auf der Straße. Und zwar ist das Problem, wenn die zentralistische EU-Diktatur für uns bestimmt die großen Gurkenden sein dürfen. Oder dann die Ausweis brauchen.
uns besser zu erkennen, aber es werden Millionen Leute über die Grenzen gelassen, ohne dass sie einen Ausweis haben. Da kann man das doch einfach mal in Frage stellen, oder nicht? Vor allem drauf aus der NATO, ein Russland sind auf jeden Fall die Bösen, weil die haben den Putin. Und das ist ein ganz schlimmer Diktator. Genauso wie der Erdogan. Das ist auch ein ganz schlimmer Diktator. Der Gaddafi, das war der schlimmste Diktator aller Zeiten, weil die hatten sich vor, in Libyen einen Schuppen gehen. Er hat den durch. Gaddafi wollte in Libyen ein Wasserschloss erstellen, also der wollte mehr Wasser und in Armut und ich krieg gesagt, in Europa ist das Land, wo Milch und Honig fließen, dann packe ich natürlich auch sofort meinen Rucksack und mache mich auf den Weg hierhin. Aber Afrika hätte auch das Land sein können, in dem Milch und Honig fließen, unter Gaddafi. Gaddafi hat sehr gut gewirtschaftet für sein gesamtes Volk, Lebensmittel subventioniert gewesen, Wasser war umsonst, der Sprit war super billig. Ja, was will man mehr? Und Libyen hat halt gestrahlt. Libyen ging es sehr gut. Und was ist dann passiert? Ach so, ja, der Amerikaner und die Europäer mit der NATO sind gekommen und haben denen die Demokratie gebracht. Ja, die Demokratie sah dann so aus, wir bomben alles nieder, schicken unsere eigenen Firmen dahin und bauen wieder alles auf. Na gut, das mit dem Aufbau hat jetzt nicht so gut geklappt. Die haben ein paar Sachen wieder aufgebaut, was den Firmen Geld gebracht hat und der Rest liegt immer noch in Schutt und Asche. Ist das korrekt, was ich hier erzähle? Ja, absolut korrekt. Haben Sie sich mit der Geschichte auseinandergesetzt von Libyen? Haben Sie sich mit der europäischen Geschichte auseinandergesetzt? CDU hat für Artikel 13 gestimmt. Was besagt der Artikel 13? Das wissen die doch nie. Zensur! Seid ihr für oder gegen Artikel 13? Na dann, kommt doch bei uns mit, zieht euch die gelbe Weste an, weil das sind die, die dafür sind. Ihr unterstützt unterschwellig diese Sache. Genau, so sieht's nämlich aus. Gegen Meinungsdiktatur. Keine Bürokratie. Kein Fußbreit gegen Rassisten und Faschisten, was nämlich eigentlich diese Europäische Union ist, unter einem ganz anderen Deckmantel. Also man könnte die Sterne auch auf ein rotes Logo packen und da ein Kreuz rausmachen. Die Europäische Union beutet uns aus und raubt uns unsere Rechte. Die rauben uns unsere Rechte. Die rauben uns die Rechte, die EU. Europas Untergang. EU heißt nichts anderes als Europas Untergang. Oder Europas Unterdrückung. Das machen die gut. Oder Europas Unterdrückung. Oder Europas Unterdrückung. Alte Petze. Brüssel unterdrückt uns. Brüssel bestiehlt uns. Brüssel raubt uns aus.
Macht mal ein bisschen Lärm, Leute. Au! 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 Friede den Hütten, Krieg den Palästen, Liebe im Süden, Norden, Osten und Westen. Nie wieder lügen, betrügen und kämpfen. Wir setzen dem Trüben zügig ein Ende. Wann kommt die Wende? Erhebt eure Hände. Nehmt eure Cans und schreibt es auf Wände. Setzt Zeichen für Friede, Liebe und Gleichheit. Schreibt eure Zeilen und bildet die Einheit. Und auch wenn ihr reich seid oder dieses vermutet, es gibt die mit einer Reichtum und die wollen nichts Gutes. Sie wollen es blutig, kaputt und in Asche. Warum ist doch logisch? Es füllt ihre Tasche. Unsere Waffe ist der Entzug von der Geldmacht und somit schaffen wir uns eine neue Gesellschaft. Nicht der, der das Geld hat, hat auch die Weltmacht. Talente und Wissen schaffen das Geld ab. Die Evolution braucht eine Revolution gegen die Devolution in unserer Generation. Steht auf für den Frieden, steht auf für die Liebe, steht auf gegen Banken, Wirtschaftsmacht und Kriege. Darum sind wir hier auf der Straße unterwegs, ja? Gegen diese zentralistische EU-Diktatur, die uns vorschreibt, wie groß die Gurken sein dürfen. Oder was wir eben gehört haben, eine Verordnung zum Schiwabschischi rausbringt. Also ich glaube, wir haben ganz andere Probleme. Und zwar, dass da eine elitäre Wirtschafts-, Banken-, Finanzelite sitzt, die auf dem Rücken von uns immer mehrere Milliarden macht. Ja? Und wir sollen schön arbeiten gehen und die Fresse halten. So stellt die EU sich das vor. Ja, die EU ist eigentlich nichts anderes als das dritte Reich von damals. Ja? Also, diktatorisches System, was uns alle weiter in Knechtschaft halten möchte. Und habt ihr irgendwas mit den Gesetzen von der EU zu tun? Habt ihr gemacht? Habt ihr irgendjemand gewählt, der diese Gesetze ausarbeitet? Nein, die Gesetze werden ausgearbeitet von Thinktanks. Und diese Thinktanks, die die Gesetze ausarbeiten, hängen mit der Atlantikbrücke zusammen. Alles ziemlich konfus und durcheinander. Aber ist halt so. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Für Frieden und Freiheit! Friede und Freiheit! Ein bisschen Liebe, ein bisschen Freiheit! Ein bisschen mehr bitte! Raus aus der EU! Die Erde, auf der ich wohne! Friede den Hütten, Krieg den Palästen! Wir sind die, auf die wir immer gewartet haben, die an rabenschwarzen Tagen ein Licht in die Straßen tragen, die noch zu fragen waren, warum Rentner vergeblich verkabelt waren, warum täglich diese harten Straftaten von Tätern, die keine Namen haben, und zu viele der Attentate, warum die, die das Sagen haben, wollen, dass wir selber im Garten scharren, um unser eigenes Grab zu graben. Klägliches Staatsversagen. Wir bringen die Regierung zu Fall, so wie ein Knieschuss. Verbreiten uns überall wie ein schleichender Virus. Seid mit dabei, raus aus der Viehzucht. Die Zeit ist jetzt reif, sonst ist hier nie Schluss. Aufstehen, rausgehen, es gibt keine Ausreden. Es braucht jeden, auch jene, die alles in Kauf nehmen. Außer den Themen, die jeden in den Bauch sehen. Faust heben, Lauf geben, bevor alle hier drauf gehen. Au! 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 Aufstehen! Aufstehen! Aufstehen, rausgehen, bevor alle hier drauf gehen. Es gibt keine Ausreden. Die Evolution braucht eine Revolution gegen die Evolution in unserer Generation. Steht auf. Warum sind wir hier?
Ja, ist eigentlich ganz einfach. Schaut man mal nach Frankreich. Dort werden Menschen niedergeknüppelt, mit Tränengas fast zu Tode gequält. Es sind mittlerweile über 14 Menschen bei diesen Protesten ums Leben gekommen. Und warum? Weil sie sich gegen einen Diktator stellen. Uns wird er als, nicht als Diktator, sondern als lupenreiner Demokrat verkauft. Aber Macron hat ganz oben bei Goldman Sachs mitgemischt. Und der will bestimmt nichts Gutes fürs Volk, sondern nur was Gutes für die Bankenelite. Und deswegen leben wir im Krieg. Ja, im Krieg gegen die großen Mächte. Macron ist die Diktatur der Orwell-Schafe, aber die Orwell-Schafe wachen langsam auf. Genau. Orwell-Schafe wacht auf. Wisst ihr, was Orwell ist? 1984? Orwell verstanden. Robin Dublin hat mal gesagt, ja, es herrscht Klassenkrieg. Aber meine Klasse, die Klasse des Geldes, ist die Klasse, die diesen Krieg gewinnen wird. Ja, das stelle ich jetzt mal noch in Frage, weil es geht immer noch 99% gegen 1%. 1%, die fast alles besitzen auf dieser Welt. Im Jahr 2011 sind es ungefähr 50% vom gesamten Haben gewesen. Vor 2 Jahren sind wir bei 60% angelangt. Da das Ganze exponentiell funktioniert, sind wir jetzt wahrscheinlich bei 70% oder so mittlerweile. Von dem 1%, den 70% gehören. Uns, der Gesamtbevölkerung von 99% auf der ganzen Welt, stehen also noch genau 30, vielleicht 35% vom gesamten Kapital zu. Ich sehe das als ein sehr großes Problem, weil wir kämpfen um diese 35%. Wir sollten lieber um die 75% oder 65% kämpfen, die dieses 1% besitzt. Und das ist das größte Problem in der Gesellschaft. Wir könnten alle auf goldenen Straßen laufen, wenn doch die Machtelite nur ein bisschen von dem Kuchen abgeben würde. Kann man nicht beschweren. Wieder Widerstand ist nicht. Da kommt auch das Grundgesetz.
hat das nicht ganz funktioniert. Aber jetzt habe ich so eine Balance gefunden. Und weißt du, eine schöne Beete findest du? Aber mich nicht. Auf, gehen, raus, gehen, raus aus der EU! EU! Oh, ja, kannst du gerne machen. Überall EU. Also jetzt, wenn wir am Bahnhof sind, können wir ruhig mal ein bisschen lauter sein. Okay, super lauter. Aufstehen, rausgehen! Aufstehen, rausgehen! Aufstehen, rausgehen! Aufstehen! Rausgehen! Aufstehen! 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 Es lebt bis nach Einheit freier Tradition, ne? Ja. Multikulturalisation. Hier ist der Europaplatz. Wir sind hier, wir sind laut, weil wir uns die Freiheit rauben. Wir sind hier, wir sind laut, weil wir uns die Freiheit rauben. Wir sind hier, wir sind laut, weil wir uns die Freiheit rauben. Syrien, Libyen, Deutschland, Syrien, dies ist ein Spielplatz für die Mitgliedschaft. Für dich für das Ziel, das Geld und die Macht. Aufstehen, rausgehen! Ich schaffe eine Ausrede. Auf jeden, die alles im Kauf nehmen. Seh das halt immer so, dass alle Hilfe kommen. Es gibt schon viel mehr als das Dieselfahrverbot. Doch dieses hat so viele aus dem Winterschlaf geholt. Hinterfragt sie schon, wie viele in Kriegen nachgeschoben. Denn die Wahrheit wie verboten und wie sich alles wiederholt. Aufstehen! 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 Noch sitzt ihr da oben, ihr Zeitengestalten, und Geld bezahlt. Und aufstehen!
Ich muss euch dazu sehen, wie andere sterben, denn ich habe andere Werte als Angela Merkel und auch als Ursula von der Leyen. Die sollen sich lieber selbst in der Front einreihen. Ja, das ist gut. Das geht an alle Politiker. Ihr seid eindeutig die Letzten. Wie weit wollt ihr uns noch knechten? Dies scheint bis zum bitteren Ende. Doch ich schreibe und rappe, um euch mit Zeilen zu plätten. Laut geben, bevor alle hier drauf gehen. Ich muss das aufschreiben, ich kann das nicht. Raus aus der EU! Raus aus der EU! EU, Europas Untergang! Ich weiß sehr genau, was ich hier mache. Mir selbst Ausdruck verleihen. Das reicht mir schon. Das ist dringend notwendig. Aufstehen, rausgehen. Es gibt keine Ausreden. Außerdem braucht es jeden, auch die, die alles in Kauf nehmen. Aufstehen, rauskämpfen, aus dem Westen. Helden kämpfen im gelben Westen, um dem Rest der Menschen zu helfen. Selber denken wir es unerlässlich, um die Macht der Elite zu brechen. Wir haben hier Woche zu generieren. Wo ist denn eigentlich hier die SPD oder CDU-Parteizentrale? Ich muss mal Pippi. Ich
auf der breiten Straße. Aufstehen! So, jetzt sind wir anstrengende Teile des Tages. Ja, das kann ich laut sagen. Ja. Halt dich fit. Und ich laufe mit. Ist das ja eigentlich schon mit? Bergischen Land. Ja. Das haben die dicke Hast du nicht gehört, wann ich in die Gruppe reingemacht habe um 2 Uhr oder ja, so? Ja, ist das der? Das ist der. Merkel, der ist hier, der mit dem kaputten Röhren, der Stefan. Der ist bei mir auch. Ja, genau. Wir haben auch einen Kriegsveteran dabei, der tapfer mitläuft. Trotz kaputtem Fuß hält er die gelbe Fahne weit nach oben. Ja, der wäre fast gefallen im Krieg, aber der hat es dann doch überlebt. Aber diese Kriegsverletzung am Fuß, die steckt er locker weg. Granatensplitter, mein Freund, Granatensplitter! Also auf jeden Fall der härteste Rapper, den ich jemals kennengelernt habe. Zumindest die härteste Stimme. Ja, aber geil eigentlich. Alles gut, wir schaffen das. Kommt ja keiner dazu, ne? Irgendwie nicht. Ja, obwohl. Die sind noch ein paar Gesichter, die ich nicht kenne. Hm? Es sind ein paar Gesichter, die ich noch nicht kenne. Okay, na gut. Aber ich war ja auch beim letzten Mal nicht dabei. Ich habe da solche Angst, mein Gesicht zu zeigen.
Ja. Zeit? 14 Uhr. Polizeilicher Genehmigung. Thank you.
Raus aus der EU! Au! 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 Oh, scheiße, grün voll. Da gibt es für alle 30 Kilometer. Da ist die Basis. Da muss ich jetzt mal da angehen. Wir stellen fest, dass der Rest der Menschen zur Welt selber denken ist unerlässlich. Die Macht der Eliten brechen. Wir sind die, auf die wir immer gewartet haben, die an Rachen schwarz tragen, als Licht in die Straßen tragen. Die noch zu fragen wagen, warum Rentner vergeblich vor Tafeln warten, warum täglich diese harten Straftaten von Tätern, die keine Namen haben, und so viele der Attentate, warum die, die das Sagen haben, wollen, dass wir selber im Garten scharren, um unser eigenes Grab zu graben, klägliches Staatsversagen. Wir bringen die Regierung zu Fall, so wie ein Knieschuss, verbreiten uns überall wie ein schleichender Virus. Zeit ist jetzt reif, raus aus der Viehzucht, seid mit dabei, sonst ist hier nie Schluss. Aufstehen, rausgehen, es gibt keine Ausreden, es braucht jeden, auch jene, die alles in Kauf nehmen. Außerdem Themen, die jedem den Bauch drehen. Rausheben, laut beten, bevor alle hier draufgehen. Auf! Die Evolution braucht eine Revolution gegen die Devolution in unserer Generation. Steht auf für den Frieden, steht auf für die Liebe, steht auf gegen Banden, Wirtschaftsmacht und Kriege und die Elite. Also die SPD wirbt mit Frieden, aber das muss man so George Orwell-mäßig verstehen, weil für die ist Frieden Krieg und Demokratie gleich Faschismus. So sieht die SPD das, so sieht auch die CDU das und alle anderen Parteien, naja, bis auf ein paar wenige. Krieg ist Frieden und Frieden ist Krieg. Den neuen Faschismus nennen sie Demokratie. Frieden in den Hütten, Krieg in den Palästen, Liebe im Süden und Osten und Westen.
Nie wieder lügen, betrügen und kämpfen. Wir setzen dem Trüben zügig ein Ende. Wann kommt die Wende? Erhebt eure Hände. Nehmt eure Cans und schreibt es auf Wände. Setzt Zeichen für Friede, Liebe und Gleichheit. Schreibt eure Zeilen und bildet die Einheit. Und auch wenn ihr reich seid oder dieses vermutet, es gibt die mit mehr Reichtum und die wollen nichts Gutes. Sie wollen es blutig, kaputt und in Asche. Warum ist doch logisch? Es füllt ihre Tasche. Unsere Waffe ist der Entzug von der Geldmacht. Und somit schaffen wir eine neue Gesellschaft. Nicht der, der das Geld hat, hat auch die Weltmacht. Talente und Wissen schaffen das Geld ab. Die Evolution braucht eine Revolution gegen die Evolutionen unserer Generation. Steht auf für den Frieden, steht auf für die Liebe, steht auf gegen Banken, Wirtschaftsmacht und Kriege. Für Freiheit gegen Faschismus! Gegen EU-Faschismus! Gegen das diktatorische System! Keiner bestimmt! Keiner soll bestimmen, wie groß die Gurke in meinem Garten zu sein haben! Es ist doch schön, dass man den anderen Menschen formen kann. Hi. Hi. Also der immer gesagt hat, echt zu warm. Alles kommt wohl wieder. Echt zu warm hier. Oh, sollen wir noch irgendwie. Was ist denn los? Was hast du gemacht, Sascha? Hast du mir ja Tür ausgemacht? Was hast du gemacht, Sascha? So, jetzt machen wir noch ein Bildchen, genau. Daumen nach oben, Leute. Wir zeigen die drei Finger. Haben wir alle? So, ihr Lieben, ich danke euch allen für die Teilnahme. Wir haben hier hinten in der Gastronomie so zum Ausklingen noch so ein bisschen Plätzchen besorgt. Da können wir noch das eine oder andere Flüssigkeit zunehmen. So, die Kundgebung ist beendet. Somit werde ich auch die Aufnahme beenden. Und wie immer zu Hause hochladen und verlinken.